Moin, moin, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zum Rennen in Baku mit dem Virus. Jawohl, Grüßchen, wir sitzen ja gerade in einer fahrbaren Badewanne. Ich bin gespannt, wenn das Rennfeld Ja. ist, ob da bis oben hin schön Whirlpool-mäßig. Genau, wir hatten gerade schon das Thema, die müssen ja irgendwelche Ablauflöcher haben oder sowas, sonst haben die hinterher ein Aquarium mit bei. So, wir haben So, dann gucken 13 wir mal einem rein. Runden, Lufttemperatur 23 Grad, Strecke 29 Grad. Oha, ist sogar Wow, noch warm, du, obwohl es regnet wie Socke. das ist nicht warm, das ist schwül. Alter, richtig, 25 Naja. Minuten angeblich ist angesagt für die 13 Runden. Gut, die Strecke ist nicht gerade winzi, Ja, Problem ist beim Regen, da müssen wir sowieso alle langsamer fahren. Deswegen, schauen wir winzi. mal rein. Boah, Ich Alter, hab so will richtige nicht. Treckerreifen, Alter. Durchfahrtsstrafe, du hast eine Okay. Durchfahrtsstrafe. Okay, Frühstart für Virus, alles klärchen. Meiner war gut diesmal. Voll verkackt jetzt, voll zu früh den Daumen losgelassen von dem Scheiß. Ja, diesmal hat die Ampel echt lange gedauert, muss man echt sagen. Ich weiß gar nicht, was gibt es denn eigentlich nochmal für frühen Start? Sekundenstrafe oder Stop and Go? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich wollte gerade gucken, aber das wird ja nicht lange genug eingeblendet. Ich konnte das gar nicht lesen, sagen wir es mal Ich so. meine, Stop and Go müsste das sogar sein, weil sonst wäre es ja Schleichen um die Kurven schleichen. No. Doch. Dass du mit den Reifen noch gut einigermaßen die Kurve. Oh, komm rum, komm rum, komm. Oh, da sind Teile geflogen. Alter, ist das kriminell beim Regen. Wow, 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 wow. Krieg dich wieder ein, Alter. Ja, so schnell fahren kann man nicht, ne? Okay. Oh, ich merke schon, so schnell fahren geht echt nicht. What the fuck? Obwohl grüne Linie. Heftig. Oh, der Virus mit der Pirouette. Das Rennen ist jetzt schon wieder voll von Arsch. Voll von Arsch. Und Spoiler, das war's dann. Nein, wärst du doch mal besser gerade in die Box gefahren, ne? Oh, das Anbremsen für diese schmalen, engen Kurven, das ist echt Horror. Da will ein Arschloch rennen, ey. Naja, bevor wir mal das weghaben, doch. Also hier bekommt der Begriff Anker schmeißen, also hier passt der richtig bei dem Regen. Oh, komplett rot auch noch. Ich dachte, ich hätte da ein bisschen gelb, aber nö. Wie auf Schmierseife, du. Komm doch rum, du hässliches Entlein! Das ist natürlich jetzt doppelt schwere Bedingungen. Erstmal das Wetter, zweitens dann der Spoiler bei dir. Das ist dann doppelt scheiße. Oh, bei dem Regen könnte es aber eventuell noch gut kommen. So, Ja. Könnte noch Safety Car geben, könnte noch alles geben hier bei dem Rennen. Oh, da schaffe ich nicht die Kurve. Oh, da muss ich abkürzen. Okay, Fahrgänger. Nee, Vollgas ist hier echt nicht dran zu denken. Aber da fährt sich gleich bestimmt jemand kaputt. Da hinten, die sind so dicht beieinander. Ah.
ich muss jetzt rein, die Strafe antreten, ja. Ja, dann kriegst du auch einen neuen Dings. Ja, aber dann bin ich am Arsch der Welt und habe auch keine Chance mehr, zu großartig so was überholen. Naja, die müssen ja auch noch alle. Ah, ne, müssen sie ja nicht, ist ja kein Boxdings mehr. Ja. Ja, könnte aber sein, dass halt Safety Car mäßig da was kommt, ne? Mal gucken. Ach, mein Kack, ey. Box verpasst? Das habe ich mir so nicht gedacht bei dem Rennen, Mann. Ich wollte eigentlich vorne mitfahren. Fahr raus, fahr jetzt raus. Oh, da ist noch jemand mit dir in der Box. Schau an. Nee, doch. Wer denn? Irgendwas Weißes. Dann ist es ein Williams. Ich habe die weiße Strafe. Ach, hier Quatsch, weiße Strafe. Die Durchdings, diese weiße Linie, habt ihr gar nicht mehr, das macht der Autobot von alleine. Na, bist du beim Reinfahren drüber gekommen? Ja, beim Rausfahren, nicht beim Reinfahren. Ach so. Rausfahren, wollte die Karre nicht um die Kurve und dann kriege ich auf einmal eine Strafe. Willst du mich jetzt verarschen? Lauch, ey? Bei der Kurve musst du selber lenken. Ja, hab ich ja. Ja, ist noch alles ziemlich nah beieinander, das müsstest du aber... Du bist lustig. Ja, was denn? Wer weiß, was noch passiert, kann alles so schnell gehen hier, wenn es regnet. Deswegen, ist erst dritte Runde von 13, da ist noch... Alter, geht's noch? Gelben Spoiler, fängt schon wieder an, die Scheiße, Alter. Jeff quatscht mir jetzt auch schon wieder die Ohren voll, ey. Wow. Ja, schnellste Runde ist Rennen 2 Minuten 3. Oh Gott, oh Gott. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Dein Frontflügel hat Schaden genommen. Besser. Aber so weit weg sind die bei mir noch alle gar nicht. Katastrophe. Ah, komm doch rum, du bist doch eine Scheißkarre, ey. Wenn du eine Durchfahrtsstrafe diese Runde nicht antrittst, wirst du disqualifiziert. Boxenstopp. Scheiß, fahr mir am besten die Karre kaputt, dann habe ich das Rennen hinter mir. Alles klar. Na super, dringend sauer. Und Jeff sagt jetzt alles klar. Eieieiei, wie auf Schmierseife. Oh, bremst, au! Was veranstaltest du denn? Ein Demolition-Virus ist wieder zurück. Kann doch nicht. Gibt's doch nicht, dass auf dieser Strecke so viel. Jetzt habe ich komplett rot. Ah, ich hatte wenigstens gelb und rot. Jetzt habe ich beides. Nein, komm doch auf! Ja, halten wir das mal fest. Virus und Regen. Ah, okay. Nichts okay. Da wollte er da nicht. Dann machen wir jetzt Zuschauer. Aber komischerweise gibt es kein Safety Car oder ähnliches. Na gut, je nachdem, wo du dich da hingestellt hast, mal gleich gucken. Oh. Vor die Mauer. Muss ich really zugucken, ey? Oh Mann, da kann ich ja gleich Kaffee, kann ich ja Frühstück machen währenddessen, ey. Ja, du sitzt die ganze Zeit hier sitzt und zugucken, bringt's ja dann auch nicht. Ja, doch.
komm rum. Wow. Wo springt denn eigentlich im Moment dein Teamkollege rum? Jo, keine Ahnung. Ja, dann guck doch nach. Kannst du ein bisschen was erzählen und ein bisschen was zeigen? Mhm. War das jetzt der Paris? Ja, ne? Noch im 7. War das jetzt der Paris? Der ja. Quaid war, der Quaid ist 13, also weißt Bescheid. Ja, Quert kommt nicht weit. Das ist klar. Besser als... Das wird er meistens sowieso nicht. Man muss echt so aufpassen auf diese Mikroschlenker, die man dann, die das durch den Regen manchmal macht. Also man darf echt nicht von der Ideallinie runterkommen, sonst zieht die Karre sofort weg. Echt heftig. Fahrer hinter mir. Also mit den Ferraris und so weiter, da, das liegt auch alles anscheinend eng beieinander, wenn das Ferraris sind da hinten. Dreiergruppe da. Oh. Und wem schaust du denn gerade zu? Hallo? Hallo, hallo? Wer zu Hause? Ja, warum denn nicht? Ja, ich hab dich was gefragt. Echt jetzt? Jo. Ich hab keine Ahnung, was ich davon halten soll. Er hat nicht zugehört, sagen wir es mal so. Ich hab dich gefragt, wem schaust du denn gerade zu? Ja, dir. Ach so, okay. Wie du schöne Drifts hinlegst in den Kurven. Ne, sonst hätte ich gesagt, kannst du mal ein bisschen weiter hinten gucken, da wo es so eng zugeht, da. Weil wäre immer interessant zu wissen, was die da hinten so veranstalten. Weil die vorne ist langweilig. Oh. Ich glaube, diesmal wird nicht viel mit Ferrari. Die beiden Mercedes hinter mir und dann ist dann auch schon ein bisschen... Obwohl, geht. Hamilton fährt auch einsam. Naja, aber dahinter ist dann schon ein bisschen enger. Bottas hat hinter sich die beiden Ferraris sitzen. Das ist schon mal gut. Vielleicht geht da bei denen ja noch was. Oh, der Bottas hält die alle auf. Na, bin mal gespannt, wie lange. Ich sehe schon, mein Teamkollege hinten hat auch so eine Dreiergruppe. Oioioi. Alles so grüppchenmäßig gerade, sieht man auf der Karte schön. Bin mal gespannt, wie lange der Bottas die da noch hinter sich halten kann. Ja, ja, alles gut, Jeff. Oh, den Hamilton haben sie aber gleich auch, wenn das so weitergeht. So, die Hälfte haben wir jetzt ungefähr.
Grausam ist das ein Krampf, ey. Ja, zum Glück muss ich irgendwo ein bisschen schade, beziehungsweise, oder neidisch, dass ich mich jetzt nicht abquälen muss, aber irgendwo auch froh darüber, dass ich mich nicht abquälen muss mit dem roten Spoiler und von ganz hinten und, ne. Dann lieber so. Ja, kann man sehen, wie man will, ne? Ich würde auch mit so sagen, dass so die schlimmste Strecke mit Monaco sind, das so die zwei schlimmsten Strecken im ganzen Kalender, glaube ich, im ganzen Rennkalender. Aber ich sag mal so, lieber hier dann Regen als auf diesen Hochgeschwindigkeitsstrecken. Guck mal, mein Teamkollege hat noch einen Bull vor sich. Ja. Immer noch alles hinter Bottas. Der kriegt sich da einen ab, ey. Und die ganzen Ferraris. Vielleicht hat er auch irgendwas schon kaputt, weiß man's. Der Vettel könnte schneller sein. Ja, hoffentlich probieren sie es irgendwann nochmal. Obwohl, nee, hoffentlich ja nicht, muss ich ja sagen. Was du lieber Ferrari auf dem Treppchen hast, schmeckt Mercedes, ey. Ja, das Problem ist nur, in der Gesamtwertung sind die Ferrari vor mir und da wäre gut, wenn die hinter denen bleiben. Na komm schon, Bottas, fahr doch irgendwo mal. Ja gut, nur das Problem ist, wenn die Mercedes hinter mir bleiben, dann bauen die ihre Führung weiter aus, dann kommt da keine Sau mehr dran. Das ist so oder so, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, die ziehen sich jetzt aber wieder so ein bisschen auseinander da hinten. So eng sind die auch nicht mehr. Aber vielleicht auf der langen Geraden mit DRS oder so, mal gucken. Na, sieht nicht so aus. Auf der langen Geraden ziehen die Mercedes so ein bisschen weg. Na, Red Bull hat auch gut Vorsprung von Perez. Ich sehe gerade hinten bei meinem Teamkollegen, da wird's da, die sind noch eng beieinander, die Gruppe. Aber das war's dann auch. Ja, der ist mittendrin. Ja, man sieht auf der Geraden halt eben, der vordere Punkt zieht ihm so ein bisschen weg, sein Vordermann, der Vordermann, das ist... Oh. Als wenn man ein rohes Ei durch die Gegend fährt, so vorsichtig fährt man bei dem scheiß Regen. Ja, Jeff, dann fahr du mal 5 Runden noch. Ich nicht mehr. Was sagen die Reifen? Oh, 25% erst. Die halten ja ewig. Ja. Da noch 2,5 Runden. Yay. Oh, jojojojo. Knapp, knapp, knapp. Ey, die kommen echt nicht an diesem blöden Bottas vorbei. Das ist ja der Hammer.
Der hält der Hemmelwurst den Rücken frei. Glück gehabt, ey. Nur mit dem Reifen an der Wand gekommen, nicht mit dem Spoiler, sonst wäre er da vorbei gewesen. Flügel. Du mal mit deinem Spoiler, Daniel. Nee. Oh. Ja, das Feld zieht sich jetzt echt gut auseinander, scheiße. Aber deinem Teamkollegen hat sich wahrscheinlich auch noch nichts geändert wegen platzierungsmäßig, wa? Nein. Ja, hier kommen die alle kaum zum Überholen. Das ist echt zum Kotzen. Oh nein, 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 brems, brems, brems und rückwärts. Alter Schwede, nichts passiert. Oh, rechtzeitig stehen geblieben vor der Mauer. Eieiei. Ei, ei. Danke, Auslaufzone, danke. Eieiei. Ei, ei. Einmal unten auf das, die Anzeige geguckt vom Benzin und dann war vorbei. Geht schnell. Herz. Hab ich ja. Boah, gib mir die Pumpe, ey. Soll die Bremsen noch gepackt haben? Ja, ich stand ja schon auf der Bremse und hab dann. Ich war nur eine Millisekunde zu spät auf der Bremse und zack ging's geradeaus. Gut, dass da die Auslaufzone war. Oh, ja, 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 einmal Herzinfarkt bitte zum Mitnehmen. So, zwei Runden noch und dann hat sich die Sache gegessen. Hast du vorhin auch schon gesagt, zwei Runden? Nein, ich habe gesagt, zweieinhalb Runden. Eine Runde noch. Ja, die zwölfte müssen wir auch noch zu Ende fahren. Je nachdem, wo man im Feld ist, hat man noch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Das ist immer so eine Sache. Ach, dieser Bottas, ey. Das ist so eine Blockadensau, ey. Naja, der hält seinen Teamkollegen gut einen frei. Ja, sein Teamkollege, ja. Die scheiß Hemmelwurst da vorne. Ja, du kannst ja auch schlecht überholen. Da will ja keiner riskieren, sich die Karre kaputt zu fahren. Höchstens auf den langen Geraden Start und Ziel oder wenn du in der Kurve mal Glück hast, aber ansonsten. Du hast hier halt einen Bremsweg wie ein LKW.
Naja, LKW ist übertrieben jetzt, aber. Ja, so ein bisschen merkt man der Reifen auch langsam. Auf der Geraden zieht der Bottas den so ein bisschen weg. Oh, aber jetzt mit DRS. Der Vettel hängt direkt hinterm, aber. Aber Vettel wollte Überholversuch, aber hat nicht geklappt. Ja, das wird dann wohl jetzt die letzte Möglichkeit gewesen sein. Alter, alle drei. Na, Alter, als Andy ein Abschleppseil alle zwischen sich hätten. Ja, oh, die Punkte liegen fast übereinander. Auf der Minigamap sieht man es gut. Krass. So, für die letzten 2-3 Kurven nochmal schön den Anker schmeißen. Oh, da hat sich wieder einer kaputt gefahren auf Start und Ziel. Oder ja, ein Unfall gehabt. Der Massa ist raus. Oh, der arme Kerl. Boah. Der ist bestimmt auch auf Gas. Oh, da ist noch einer raus. Jo, gelbe Flagge, die kann mir aber egal sein. Ich sehe die Karierte nämlich schon. Bujaka, so, leck mir am Arsch, scheiß Ding. Oh ne, da vorne steht der Massa, der ist rübergerollt. Es sollte für Ferrari wohl nicht so sein, echt. Krass. Ja, und dann gucken wir doch mal eben schnell. Oha, die hing den echt nah hinten dran. Oh, der Bottas hat da echt gut, ja, krass. So, Perez auf 7, Quert 13. Ist das dein Ernst? Oh, er hat einen Platz gut gemacht. Wow, okay, da muss ich ihn ja doch noch loben. Okay, Massa ist rausgefallen und der Virus. Und was haben wir da? Oh, die Sauber, naja. Egal. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, das war's vom regnerischen Rennen aus Aserbaidschan. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder in Österreich, müsste es glaube ich sein, in Österreich. Schön lässig. Bis dahin, ich danke dem Virus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. Ciao mit V.